Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Herr Bulle reißt die Straße auf. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug zum Spielplatz. Sind alle zur Abfahrt bereit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Wir fahren auf den Spielplatz. Wir fahren auf den Spielplatz. Brumm, brumm. Peppa und Schorsch lieben es, auf den Spielplatz zu gehen. Oh, warum haben wir denn gestoppt? Da ist ein Verkehrsstau. Aber wie kommen wir denn jetzt zum Spielplatz? Keine Sorge, Schorsch. Die Autos fahren gleich wieder weiter. Stopp! Herr Bulle hält den Verkehr an. Wo ist das Problem, Herr Bulle? Muh! Wir reißen jetzt die Straße auf. Das Wasser kommt ja aus dem Boden raus. Ja, um das zu reparieren, sind wir hier. Oh. Und dauert das denn lange? Es dauert genauso lang, wie es dauert. Schorsch liebt Bagger. Hier rüber, Herr Rino! Okay, Boss! Herr Bulle ist der Boss. Herr Bulle, wo kommt das ganze Wasser eigentlich her? Das kommt aus einer kaputten Wasserleitung unter der Erde. Und wie reparieren Sie das? Wir reißen die Straße auf! Boah! Wir drehen das Wasser ab. Schorsch liebt Kräne. Wir holen das alte Rohr raus und setzen das neue Rohr ein. Danke, dass Sie uns alles erklärt haben, Herr Bulle. Muh, kein Problem. Wiedersehen. Bis später. Oh weh, Schorsch möchte gar nicht von Herrn Bulles Baustelle wegfahren. Wir wollen doch zum Spielplatz, Schorsch. Du kannst ja im Sandkasten auch Bagger und Kran spielen. Außerdem sehen wir Herrn Bulle bestimmt noch mal auf dem Heimweg. Peppa und ihre Familie sind beim Spielplatz angekommen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Edmund Elefant und Linus Löffel spielen im Sandkasten. Kommt, ihr Spinne in den Sandkasten. Oh ja. Stopp. Wo ist das Problem? Wir reißen jetzt die Straße auf. Und ich bin der Boss. Oh. Brumm. Aber dauert das denn lange? Es dauert genauso lange, wie es dauert. Zuerst graben wir ein Loch. Brumm, brumm. Dann schütten wir es wieder zu. Brumm, brumm. Und schon ist die Straße fertig. Hurra! Peppa, Schorsch, Zeit nach Hause zu fahren. Oh weh, Schorsch möchte noch nicht nach Hause. Na komm schon, Schorsch. Auf dem Heimweg sehen wir noch mal, wie Herr Bulle die Straße aufreißt. Auf Wiedersehen zusammen. Wiedersehen, Peppa. Peppa und Schorsch freuen sich schon darauf, Herrn Bulle wiederzutreffen. Da wären wir. Oh! Herr Bulle ist nicht mehr da. Herr Bulle hat bestimmt schon Feierabend und ist zu Hause. Muh, stopp! Oh, ist das Wasserrohr schon wieder kaputt? Nein, Peppa, diesmal sind es kaputte Elektrizitätsleitungen. Und wie reparieren Sie Elektrizitätsleitungen? Wir reißen die Straße auf! Hurra! Peppa und Schorsch lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufreißt. Alle lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufreißt.